Ja, hallo, meine werten Zuschauer und Zuschauerinnen zu diesem Replay of the Week in der Kalenderwoche 2 mit dem M4190 und das habe ich mir rausgesucht, der Barnas hat das Ganze hier gespielt. Er hat ein paar Kringel ums Rohr, also von dem her zeigt das, dass er den Panzer durchaus beherrscht und natürlich gerade als Top-Tier, da ist er mal richtig Sahne. Für mich mit seiner schwarzen Bemalung der erste überhaupt, den es in Schwarz gab, nach wie vor ein Highlight und die Runde sollte recht episch werden. Erstmal macht auf jeden Fall hier die Vorhut, ganz aggressiven Spot schon mal Richtung Gegner. Macht er schon die ersten Gegner auf. Der SP guckt hier auch direkt mal rum. Auch der Skoda. Und er ist hier komplett vorne an der Front. Noch nicht mal irgendjemand, der ihm hier helfen kann. Also sehr aggressiv, wie er hier spielt. Den Light. Auch der VK hier eine HE-Schelle abbekommen. Da wollte er wohl noch auf jemand anders schießen. So, aber auch den hat er jetzt schon rausgenommen. Diesmal ein bisschen Unterstützung von seinem Team. Schon 2 Kills und 1400 Damage und das mit dieser sehr aggressiven Spielweise. Sehr imponierend. Total geil. Die nächsten Gegner, die er aufmacht. KV-85 und T-150 gespottet. Der SP-1C, der hat mittlerweile wohl das Weite gesucht. Yep, der SP ist auf F6. Der dachte sich, nee, den tue ich mir hier nicht als Gegner an. T-150. Aber auch hier, er bewegt sich nach jedem Schuss. Er passt da auf. Jetzt hat er vorher gesehen, okay, er bleibt da eh zu. Dann kann er auch mal stehen bleiben. Aber sonst sehr agile Spielweise. Also wenn man einem Scout mal nachsagen kann, dass er passiv spielt, dann jedem. Nur ihm de facto nicht. Ist da der Gegner schon bei seiner Basis, bei seinem Startpunkt. Die Arti hat natürlich hier jetzt da ein kleines Problem. Konnte er jetzt auch da dementsprechend leider nicht beschützen, aber er tut alles, um die Gegner da wieder in die Flucht zu schlagen. Schon 2100 Damage und 3 Kills. Er hat fast jeden Kill seines Teams schon angestellt und 1100 Unterstützung, also sensationell. Ah, den FV, da hat er den Schuss ein wenig drüber gezirkelt, aber die Badget, die ist One-Shot. Jo, die wartet sogar noch extra drauf. Bekommt dann aber sofort die Quittung für. FV jetzt ein bisschen hinterhalb, auf den kommt er nicht, aber der T-34-85. Macht jetzt hier erstmal noch so ein bisschen ein auf Spotter. Denkt sich, naja gut, wenn ich jetzt schon eh nicht so gut schießen kann,
dann unterstütze ich mein Team halt einfach mal mit Aufklärung. So, und jetzt hat er den FV im One-Shot. Das weiß er natürlich auch. Da fährt er den an. Und jetzt hat er den weggemacht. T-34-85, der checkt es auch gar nicht. So, oh, jetzt er. Dass da schon jemand ist. Also, Wahnsinns. Aggressive, tolle Spielweise. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Nachdem er jetzt hier die Seite komplett bearbeitet hat, denkt er sich, jetzt schaue ich doch mal, was da noch drüben noch so los ist. KV war da zuletzt gespottet. Der 85, der ist schon mit seinem Team am Start. Und da hinten im Eck, da steht bestimmt auch noch ein bisschen was. So, jetzt kann er auf jeden Fall mal sein Team hier unterstützen, dass er auf den KV 85 da schießt. Jetzt hat er ihn gekettet. Und jetzt kann er da weiter in den Hintern ballern. So, jetzt wurde er nochmal gekettet und jetzt sollte er den auch gleich da wegschießen. Sechster Kill hat er schon, siebter Kill ist jetzt am Start. So, jetzt auch den Churchill gleich noch rausgeschossen und dann schon... Ah, schade, ich wollte schon vorher sagen, dass er sich dann die Radley Walters gleich holt. Aber noch nicht. Aber es gibt ja noch ein paar Gegner. 4422 Damage, 2600 Unterstützung. Also, mangelnden Fleiß kann man ihm hier nicht. Und da ist sein Gegner von Beginn der Runde im Prinzip. Aber der wird diesmal schnell rausgeschossen. Da KV3, da tut er gut, dass er den nicht frontal jetzt anfahrt. Sondern dass er dann nochmal eine Runde dreht. Man sieht sogar alle Artis schon irgendwie hier auf ihn eingeaimt. Aber das stört ihn mal gar nicht. Einfach mal rumfahren. Und jetzt vielleicht von hinten nochmal ein bisschen da drauf. Da ist der KV. So, der ergibt sich schon fast seinem Schicksal. Der hat auf den LTG geschossen. Auch hier bleibt er erstmal nicht stehen, denn er weiß, die Artis könnten immer noch ein Thema für ihn werden. Deswegen bewegt er sich auch weiterhin hier. Obwohl er merkt, dass der KV3 ja gar keine Lust hat, auf ihn hier überhaupt zu gehen. Und da ist jetzt die Radley Walters sicher nach Hause gebracht. Und jetzt gibt es noch vier Gegner, darunter drei Artis und der AT. Den hat er mal ganz schnell weggeschossen. Die nächste Arti mit 123. Oh, da verballert er, weil er im letzten und dümmsten Augenblick gekettet wird. Aber jetzt... Jetzt bekommt ihr hier die Chance. Jetzt zwei Gegner, es wären noch da für die Pool. Beziehungsweise, Pool hat er ja schon, sind ja schon 10. Ich war gerade auf der anderen Medaille schon, aber die gibt es erst ab 13. Oder 14? Egal. So, ein Kill gäbe es noch und den macht er. 12 Kills. Holy fucking moly. 6069 Damage, 2844 unterstützt und 2208 Basiserfahrung. Sowas aggressive von einem Light habe ich, glaube ich, selten gesehen und gerade das hat es heute so sehenswert gemacht. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Wenn dem so war, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen oder einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.